war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Hinten sind auch schon Gegner. Ich bin, was ihr nicht mitbekommen habt, das war nämlich offline, ich bin von unserem Standpunkt aus, ich glaube, hier irgendwo war das, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Achso, genau, da unten war die Höhle, hier irgendwo waren wir im Wasser. Bin ich hier oben hingereist mit einem Bötchen, was direkt, ja, da in der Nähe lag. Und ich sehe gerade, die Markierung ist auch noch drin, das ist sehr schön. Ich würde gerne springen, genau. Ich muss also einfach nur schwimmen. Weil da hinten Gegner sind. Achso, ich dachte gerade schon. Und ich einfach nur schnell dahin möchte. So, Plötze. Ich hoffe mal, du bist in der Nähe. Plötze. Plötzchen, komm her. So. Ja, dann werden wir uns jetzt erstmal aufmachen zum neuen Ort hin. Sagen, macht er das jetzt automatisch? Lauf, Plätze. Ja, aber sonst hast du kein Problem. Ich denke, du bleibst hier automatisch auf der Straße. Geht's noch? Kommen wir hier nochmal raus? Hallo? Wer hat denn hier mitten in den Weg so einen blöden Zaun hingestellt? Ehrlich. Ja, Plätze, komm. Nein. Hey. Böses Pferd. Böses Pferd. Dreh dich einfach. Dreh dich. Also bei Assassin's Creed habe ich nicht so viele Probleme mit dem Pferd, muss ich sagen. So. Schauen wir nochmal kurz auf der Weltkarte. Das ist, glaube ich, jetzt da, wo wir hin müssen, ne? Wir müssen... Müssen wir überhaupt dahin? Nee, wir wollten gar nicht dahin. Wir wollten eigentlich reisen. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass wir da oben noch gar nichts haben zum Reisen. Das heißt, wir müssen die Markierung nach oben setzen und darauf hoffen, ja, dass wir da schnell hinkommen. Dann würde ich sagen, ich reite da jetzt mal... Halt doch mal kurz die Klappe, ich wollte ihn doch nur drehen. Ich werde mal kurz mein Pferd drehen, wenn sich das denn mal drehen lässt, und automatisch hinreiten und... Komm schon, Plätze. Ja, und werde euch dann gleich wieder hinzuschalten, wenn wir dort angekommen sind. Bis gleich. So, wir haben den Krähenfels erreicht. Hallöchen. Finde den Baron. Komm jetzt. Okay. Frage ist, wo müssen wir hier hin? Ich will die Leute jetzt hier nicht umrennen und ich sehe ja auch ehrlich gesagt nur die Hälfte, weil jetzt gerade... Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Haben die Leute nichts gegen deine Dummheit? Oha. Achso, wieso folge ich jetzt eigentlich die ganze Zeit den weißen Dingern? Weil wir da eigentlich rum müssen. Okay, also wir müssen bis zum Ende des Weges und dann nach links. Okay. Wobei das hier aussieht, als ob man hier gar nicht weiterkommt. Komme ich da durch oder komme ich da nicht durch? Ich muss da auf jeden Fall durch. Guten Tag. Uff. Ich schmeiß hier einfach mal die Tür auf. Ist egal, ich muss hier durch, Jungs. Komm schon, Plätze. Halt! Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Oh oh. Du warst erst kürzlich hier. Du wolltest doch brav deinen eigenen Weg gehen. Hab mich hier, ja genau. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten.
Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Träum weiter. Öffnet das Tor! Feldwebel! Adal! Der Hexer will den Baron sehen! Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Muss ich mit dir reden oder dir nur folgen? Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Hallo. Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Boah. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Mhm, das sagt aber irgendwie sehr komisch. Ich weiß immer noch nicht, was diese roten Dreiecke eigentlich sind. Kann ich das rosane Zeugs hier mitnehmen? In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schmeiß weg. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Es ist einfach nur Geplapper. Tja. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich bin... Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Na und? Wir reden drinnen. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Also, ich will ihn jetzt nicht beleidigen, aber ich meine, ich trinke auch gerne Wodka, ne? Aber Gorbatschow ist sehr lecker. Aber nee, danke. Nein, danke. Ich bin nicht zum Trinken hier. Wie du willst. Ich werde aber nicht auf dem Trockenen sitzen. Das ist okay. Vor dem Krieg stand hier in der Nähe eine Brennerei. Die beste in ganz Welen. Aber die Hurensöhne haben sie niedergebrannt. Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Es ist grauenvoll. Ja, genau. Kommt zum Punkt, hört sich jetzt vielleicht so mies an. Ich sag mal, es ist grauenvoll. Obwohl, damit würde ich ihn auch beleidigen, oder? Ich bin nicht gekommen, um über die Landschaft zu reden. Da machst du einen Fehler. Du bist ganz offensichtlich gerade erst angekommen. Die örtlichen Sümpfe und Moore sind wirklich sehr interessant. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Ich bin mir nicht sicher, ob er mir droht oder einfach nur sagt, ne? Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier.
Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Oh, wir spielen sie. Cirilla, wenn du als Cirilla spielst, ich denke, der ist Siri, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wirken. Ja, ist doch nett. Das war knapp. Ich aber mein Schwert kann ich benutzen, okay. Ja, wo muss ich überhaupt hin? Ich habe keine Fähigkeit. Ja, klar, sie hat ja keine Fähigkeiten, sie ist ja kein richtiger Hexer. Ich weiß auch nicht, warum ich Zutaten überhaupt sammeln kann. Bin mir nicht sicher, ob uns das irgendwie hilft, aber... Wo müssen wir denn hin? Folge im Flussbett. Welche Wölfe? Oh, die Wölfe. Sie braucht Hilfe. Ah, damit weiche ich aus. Okay. Können wir sie die ganze Zeit spielen? Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ich verirre mich nie. Nö. Aber ich bin gejagt worden, also irgendwie auch. Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Warum dem süßen Pfad folgen? Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Ja, ich beschütze sie, aber wer ist der Wolfskönig? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja, naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Okay. Ich will immer auf die Sinne drücken. Da hinten sind wieder welche. Schnell, versteck dich! Hallo! Wenn ich ausweiche, würde ich auch ausweichen. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut! Das könnte nicht mal mein Vater! Meiner könnte noch viel mehr. Komm! Hm,
Der könnte noch viel mehr. Ich habe aber keine Ahnung, was alles. Weil das werde ich wahrscheinlich nie erfahren, weil es zu kompliziert ist, an alles zu denken. Schau mal. Da ist etwas. Oha. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber... Aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbarn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Dein Vater hätte dir das auch sagen können. So, das Problem ist, wenn ich natürlich nichts sehe, wird es schwierig, die Sachen zu finden. Was bist du hier? Das Erste, was ich sammeln muss. Okay, die Petersilie würde ich aber auch gerne noch haben, bevor ich jetzt hier auf den König treffe. Au, hörst du? Hilfe! Versteck dich, rasch. Hallo, mit dem Stuhl? Schicken Eltern ihre Kinder sie oft sind weg. Den Süßigkeiten kannst rauskommen. Die hast du ab... tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Das Schwein ist aber ein Stück weiter hinten. Ich wollte den Wolf eigentlich looten. Tot. Oh. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Und da hinten ist noch irgendwas zum Einsammeln. Ah, das dürfte das sein, oder? Ja, perfekt. War da noch eins? Mal schauen, mal dahin. Ja, da. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So, mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Das heißt, wir haben das Zeug jetzt auf die Klinge gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Moment, kann die auch?
Nee. Ach, das ist nur ihre Ausdauer oben links. Ich dachte schon, die kann auch dieses... Nee, das wären ja die Zeichen gewesen. Die kann sie ja nicht bewirken, ne? Stand da drin. So. Es tut mir auch leid, wenn ich mich ständig räuspern muss, aber ich habe so viel Schleim noch im Hals. Greta. Nee, Gretka. Ich hätte auch Gretel sagen können, aber... Was ist mir da? Wir sammeln einfach noch ein bisschen ein. Besser als uns gegen irgendwelche Fische verteidigen zu müssen. Geh voran. Geh voran, weißt du? Die Kleine kann nix, aber Hauptsache geh voran. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann hab ich... Vielleicht. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Versteck dich. Und die steht da oben. Ist das dein Ernst? Scheiße, falsche Taste. Der kann ja gar nichts. Ist der geil. Cool. Boah, dem hast du es aber gegeben. Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Wir haben im Wald eine Leiche gefunden, ja. Hm. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Okay. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Naja, wenn ich ablehne, ne? Warum sollte ich dir trauen? Ja. Gut. Ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Ich will's hoffen. Wache!
Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut, aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Wenn du Öle auf dein Schwert aufträgst, wird dadurch der bei einem bestimmten Gegnertyp verursachte Schaden erhöht. Öffne Inventar, mehr durfte ich wieder nicht lesen. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor, so eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Ist das jetzt eine Parole, oder? Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Schaut ihr mir zu? Nee, ist alles zu, ne? Ich hab nichts geklaut. Wenn die Tür zu ist, kann man mir nichts nachweisen. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Ich hoffe jetzt nur, dass nicht irgendwann kommt, so nach dem Motto, mir fehlt was. Ich meine, jetzt kann ich den Rest auch klauen, ganz ehrlich. Mir fehlt was. Was ist damals passiert? Aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Welches Bild? Hallo? Bild? Da! Da, Bild! Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Muss man jetzt hier rüber schauen, oder? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Ja. Und wo? Und hier sind Kratzer? Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Okay. Moment. Das nehmen wir mal eben mit, bevor wir rausgehen. Weil wie gesagt, jetzt ist es auch egal. So, was ist denn da? Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Das heißt, ich soll... Ja, er ist noch hier oben. Na, Suche beendet?
Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Okay. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erbelüs? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Okay. Stufe 5, sehr schön. Da hatten wir doch irgendwas gesehen, was wir eigentlich freischalten wollten. Erhöht den Schaden bei starken Angriffen um 10. Na gut, starke mache ich ja meistens nicht. Beim Parieren, wenn Pfeile... Nee, Moment, das war doch hier unten, oder nicht? Zusätzliche Punkte für Freistellung nötig 5. Ach so. Nee, Moment, die sind aber... das ist Level 6. Das ist gar nicht Level 5. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust verringert. Das könnten wir theoretisch machen. Ich wollte zwar eigentlich... Ja, ich wollte zwar eigentlich ein bisschen sparen. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 67 Punkte verringert. Adrenalin-Punkte-Gewinn. Ich weiß nicht, was das jetzt heißt. Plus 2%. Wir machen mal einfach die Fertigkeit. Können wir hier eigentlich noch irgendwas machen oder war das voll? Mit den Schaden. Oh. Ach so, das Ganze. Das ist gar nicht ausgerüstet. Ich denke, das hatten wir ausgerüstet. Oh. Jetzt haben wir natürlich keine Punkte mehr. Ah, das wäre jetzt wichtiger gewesen. Ja, gut. Ich meine, das hat mir in diesem Tutorial oder was gemacht. Oder ganz am Anfang irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir die Familienangelegenheiten dann in der nächsten Folge behandeln werden. Bis dann. Ciao.